Hallo und herzlich willkommen zurück, wieder beim HTML. Das letzte Mal haben wir hier so ein paar schöne Sachen gemacht. Ihr seht hier noch HTML-Tag, generell Tags eigentlich, Doctype, Head-Tag, Body-Tag und die Überschriften und den Paragraphen. Jetzt will ich euch noch zeigen, wie man die Dinger ein bisschen verschachteln kann. Deswegen verlängere ich hier gerade mal den Paragraphen noch ein bisschen. Bla 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 bla. Ist ja wurscht, was da drin steht. Und jetzt gibt es da so ein paar kleinere Tags, die man schachteln kann. Und zwar, wenn man einen Text fett haben will. Oder kursiv. Das ist doch ganz was Nettes. Dann macht man einfach. So. B. Und Backslash B. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, für was B im Englischen stehen könnte. Von dem, was ich gerade gesagt habe, die Auswahl ist jetzt nicht so riesig. Fett heißt normalerweise bold und kursiv ist italic, also wieder ganz normal die Textstruktur, spitze Klammer auf, dann das I hier rein für italic, so heißt der Tag halt, I, und zum Beenden slash I. So, jetzt müsste, wenn ich alles richtig gemacht habe, dieses normal in fett dastehen und das Paragraph in italic. Wer hätte es gedacht? Und das, was ich hinten dran nicht identifizierbar geschrieben habe, steht ganz normal da. Und das vorne dran steht auch da. So, was haben wir jetzt getan? Oh mein Gott, wir haben einen Tag in einen Tag reingeschrieben. Hier und in einen Tag drin. Also ganz außen ist ja der HTML-Tag. Da ist der Body-Tag. Da ist der Paragraphen-Tag. Und innen drin ist der B-Tag. Wow. Jetzt können wir uns richtig genius vorkommen. Aber das ist eigentlich ganz normal. Also man nestelt die Tags, so heißt es, glaube ich. Hier also bold macht den Text einfach fetter und da drum, wo es steht, da drum geht's auch. Das bold sollte man jetzt nicht außen dran machen. Oh, das wollte ich gar nicht. Nur da rein. Sollte man nicht tun. Man sollte immer den innersten Tag zuerst beenden. Also sprich, ich habe hier B aufgemacht. Dann beende ich auch B als erstes und nicht P. Ich könnte das jetzt noch weiter treiben und meinen kursiven Text ganz innen reinpacken. Also so. Dann habe ich aber immer noch diese Struktur erfüllt. Also ich habe praktisch als innersten Tag, ihr seht hier I und Backslash I und nicht andersrum. Und dann habe ich den Bold Tag außenrum, das ist alles fett. Dann habe ich den Paragraphen-Tag. Und so muss man das eigentlich immer aufbauen, dann kann eigentlich nichts wirklich schief gehen. Also den innersten Tag als erstes schließen und dann immer so weiter, bis man halt wieder da ist, wo man hin will. Nämlich in den Body-Tag rein, dann kann man hier weiter tippen. Also probieren wir es nochmal aus. Ja, jetzt haben wir hier normal, ist fett gedruckt, warum auch immer. Ich gerade da normal geschrieben habe. Und Paragraph ist erstmal italic und dann noch fett zusätzlich, weil das Fett bezieht sich auf den kompletten Bereich hier. Ja. Sollte eigentlich klar sein. Achso, ja genau. Wenn ihr Fragen habt, natürlich immer in die Kommentare schreiben. Ich werde sie dann beantworten. So, das war jetzt nochmal zu dem Schachteln. Ihr könnt statt Bold oder Italic bzw. B und I auch einfach den hier nähten. Achso, ihr braucht auch einen normalen Text gar nicht in so Paragraphen reinpacken, aber das macht man normalerweise, dann kann man es besser formatieren. Kommt nachher CSS oder irgendwann anders. Strong macht ziemlich genau dasselbe wie Bold. Zeige ich euch gerade mal. I'm so strong. Und wie heißt das andere? EM, genau. Für Emphasize, betonen. Was schreibe ich da? I am so important. Genau gleiche Struktur, also immer dasselbe. Man muss nur den Tag-Namen kennen, dann kennt man auch, wie man ihn benutzt. So, also momentan für euch ist strong und em noch genau dasselbe wie bold und italic. Das kann man aber nachher einzeln in CSS formatieren, deswegen ist es gar nicht so doof, wenn man zwei verschiedene Sachen haben will, dass man die unterschiedlich formatiert. I'm so strong, macht den Text fett, also strong, der Tag,
Und I am so important macht den Text halt kursiv. Da kann man dann auch noch irgendwelche anderen Spaß reinschreiben. Ja. Das nur mal zu den Tag-Namen. Jetzt machen wir was ganz Neues, beziehungsweise nicht ganz neu, aber Spannendes. Und zwar ein Tag mit Attribut drin. Wow. Ich nehme an, ihr wollt alle unbedingt Links benutzen. Deswegen hier A ist der Link-Tag. Ich bin ein Link. Könnt ihr so lang machen, wie ihr wollt. So, und jetzt fällt euch wahrscheinlich auf, wir haben hier einen Link, aber wir haben keine Ahnung, wo der drauf zeigt. Das müssen wir ja auch irgendwo noch angeben. Wenn wir das jetzt hier reinschreiben würden, wäre das ein bisschen doof, weil dann könnten wir ja nicht mehr machen, was wir wollen. Deswegen gibt es jetzt hier ein Attribut, das nennt sich href. Das ist gleich einfach hinten dran. Referenz zeigt dann auf eben eine gewisse Webseite. Ja. Und dann schreibt man hier halt dann die Linkadresse rein. Die kann man einfach aus dem Browserfenster kopieren, wie man will. Fängt normalerweise so an, http. Ah, da können wir gleich noch den Aufbau von einer Webseite machen. www.google.de. So. Also eine Webseite baut sich normalerweise immer so auf. Vorne das Protokoll. Das ist natürlich für euch jetzt als Web-Developer auch nicht unwichtig. Jetzt kann ich da nicht draufklicken, ohne dass ich auf den Link klicke. Okay. Also HTTP steht für Hypertext Transport Protocol. Das ist einfach nur Text. Nichts anderes. FTP gibt es dann noch, das ist File Transport, also irgendwelche Datenübertragungen und so ein Spaß. Ist jetzt nicht so wichtig, HTTP ist eigentlich das häufigste. Dann der Doppelpunkt, der kommt einfach. Dann zwei Slashes. www für World Wide Web, wer hätte es gedacht. Der Punkt, die Domain, also wie sie halt heißt. Und dann nochmal ein Punkt und der Ländername. Ja. Mehr ist es eigentlich nicht. Und wenn wir das jetzt speichern und hierher machen, dann seht ihr, es steht in derselben Zeile, obwohl wir es hier unten drunter geschrieben haben. Dazu komme ich gleich noch. Das machen wir nachher noch. Das hier ist jetzt trotzdem ein Link. Und wenn ich da drauf klicke, komme ich bei Google raus. Yay! So, wie kriege ich das jetzt tiefer? Ganz einfach. Da gibt es einen Sondertag für. Sondertag deswegen, weil er keinen Endtag hat. Ja, ihr seht's. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Das ist ein Break. Und dieser Tag, der hat keinen Endtag, weil was will ich da beenden? Was will ich in Break reinschreiben? Da ist nichts. Das ist einfach ein Enter. Da könnte ich das da hinten angeben, macht aber überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist es nicht. Die Folgenstruktur, also br / br, wie man es normalerweise gewohnt ist, sondern einfach nur br / fertig break und dann bin ich hier. Das kann ich so oft machen, wie ich will. Dann kriege ich halt hier ein paar mehr Breaks rein. Ja. Sollte eigentlich nicht weiter stören, dass da jetzt ein anderer Tag dabei ist. Und das nochmal zu dem Attribut jetzt. Also das A war ja ein ganz normaler Tag. Und dann halt ein Leerzeichen hinten dran. href für Hyperreference oder was auch immer das steht. Ich meinte, das war Hyperreference. Ist gleich. Und dann halt der Domainname in Anführungsstriche. Nicht vergessen, die sind wichtig. Ja. Funktioniert eigentlich mit allem, auch mit euren eigenen Sachen. Ihr könnt sogar auf eine Datei von euch verweisen, indem ihr dann halt statt HTTP-File eingebt und dann den Pfadnamen. Könnt ihr mal ausprobieren, ist aber nicht so sinnvoll, weil wir sind ja im World Wide Web hier. Ja, genau. Ja, das war's auch dazu schon wieder. Das nächste Mal machen wir dann, mal schauen, was wir da machen. Und bis dahin, ja, ciao.